Die mögliche US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Kamala Harris hat auf ihrer ersten Wahlkampfveranstaltung ihren Kontrahenten, den Republikaner Donald Trump, scharf angegriffen. In einer 17-minütigen Rede in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin ging Harris am Dienstag aggressiv vor und verglich ihren Hintergrund als ehemalige Staatsanwältin mit Trumps Akte als verurteilter Straftäter. I know Donald Trump's type. Donald Trump wolle das Land zurückentwickeln, sagte Harris vor tausenden jubelnden Zuhörern in einer Schule in Wisconsin, einem umkämpften Bundesstaat, der für den Wahlausgang von großer Bedeutung ist. Die Vizepräsidentin erklärte zudem, sie werde sich bei ihrer Wahl für die Ausweitung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen, die Erleichterung des Beitritts zu Gewerkschaften und die Bekämpfung von Waffengewalt einsetzen. Diese Punkte stehen im Kontrast zu den Plänen von Trump. Die lautstarke Kundgebung stand im Kontrast zu den gedämpfteren Veranstaltungen, die Amtsinhaber Joe Biden abgehalten hatte. Biden hatte sich am Sonntag auf Druck aus den eigenen Reihen aus dem Kandidatenprozess für die Wahl am 5. November zurückgezogen. Die Demokraten hoffen, dass die 59-jährige Harris die unter dem 81-jährigen Biden erlahmte Kampagne wiederbeleben kann.